Hübner war die Tochter des Schwimmlehrers Skylias. Sie war für ihre außergewöhnlichen Schwimmfähigkeiten bekannt und konnte weite Strecken schwimmen sowie tief tauchen. Während der Perserkriege meldeten sich Hübner und ihr Vater freiwillig, um den Griechen zu helfen. In einer nächtlichen Aktion schwammen sie 10 Meilen durch das raue Gewässer, um die persische Flotte zu sabotieren. Mit einem Messer schnitten sie die Verankerungen durch, was dazu führte, dass die persischen Schiffe während dem aufkommenden Sturm zusammenstießen. Es wird jedoch spekuliert, dass Skylias möglicherweise ein Doppelagent war, die Perser infiltriert hatte und nicht geschwommen war, sondern ein kleines Boot benutzte. Trotz der Unsicherheit über die wahre Geschichte wurden Hübner und ihr Vater als Helden verehrt und in Delphi mit Statuen geehrt. Einige glauben, dass ihre Geschichte möglicherweise griechische Propaganda ist. Die Wahrheit bleibt unklar.